Das Clara Stift ist ein Altenzentrum im Ostviertel von Münster. Hier fand vom 21. Oktober bis zum 15. November 2018 eine Ausstellung des Porzellanmuseums statt. Unter dem Namen August Roloff, den kenne ich noch, wurden unterschiedliche Porzellanexponate ausgestellt. August Roloff war einer von 12 Porzellanmalern aus den letzten 150 Jahren in Münster. Rainer Ludwig Daum, der Vorsitzende des Porzellanmuseums, hat eine ganz besondere Beziehung zu August Roloff. Ich habe vor über 50 Jahren den ersten und den letzten Maler von Roloff kennengelernt, als Jugendlicher. Und die haben mir da immer viel von erzählt. So ist das dann bis heute einem Verein, dem ich vorstehe, seit fast 20 Jahren, der eben die Förderung für ein öffentliches Porzellanmuseum hier in Münster vorhat. Seit 2011 sucht das Porzellanmuseum nach dauerhaften Räumlichkeiten für deren Ausstellungsstücke. Also wir sind in den letzten Jahren in Ocktrup, in Rheine, in Liesborn, in Burgsteinfurt überall gewesen und haben da unsere Exponate ausgestellt. Wir würden gerne hier in Münster eine feste Verortung haben. Dr. Gerd Detlefs vom Landesmuseum für Kunst und Kultur und Stadtheimatpfleger Heinz Heidbrink haben einen positiven Eindruck von der Ausstellung. Die Ausstellung hat also den Reiz, dass sie die Vielfalt der Produktion August Roloffs und seiner Manufaktur wirklich sehr, sehr schön anschaulich macht. Ich erwische mich dabei, dass ich mich in zwei Aspekten angesprochen fühle. Einmal sind es die Stilrichtungen, auch die unterschiedlichen Stilrichtungen, dass auch ein Teil der Geschichte sich widerspiegelt, zum Beispiel die schlechte Nachkriegszeit. Und das Zweite ist der starke Münsterbezug. Ein Einzelstück sticht für Rainer Ludwig Daum besonders heraus. Da geht es um ein 20er-Jahre-Dekor und eine Dose mit dem Dekor steht auch hier in dem Regal. Die ist also sehr modernistisch und würde also viele Leute, die für Modernes sind, ansprechen. Also wir haben eine sehr gute Resonanz bekommen. Die Leute stehen oft lange vor den Vitrinen, drücken sich die Nase platt und kommen immer wieder mit ihren Fragen auf uns zu. Leider ist die Ausstellung von August Roloff zurzeit im Clara Stift nicht mehr zu sehen, aber vielleicht ist sie ja bald an einem dauerhaften Ort wiederzufinden.